Wir schreiben den 3. Juni 2023. Heute melde ich mich aus dem Bahnbetriebswerk Selb in Oberfranken. Und gleich wird hier, dank der freundlichen Museumsmitarbeiter, der Star des Museums, nämlich der Bubikopf, die 64019, mal ans Tageslicht geholt. Wir haben hier ein ungefähr 13.000 Quadratmeter großes Vereinsgelände. Hinten kommt gerade das alte Stellwerk in Sicht. Sogar Feldbahnmaterial gibt es hier. Und hinter mir in der Gegensonne steht die ehemalige Glauchauer 50-35-23. So, die Rangierlok ist gerade hier im Einsatz. Dort hinten steht sie, der Bubikopf. Das schauen wir uns jetzt mal an, wie er gleich auf die Drehscheibe gezogen wird.